Am Montag stürzte eine brandneue Boeing 737 MAX der indonesischen Lion Air nur 13 Minuten nach dem Start nördlich von Jakarta ins Meer. Überlebt hat das von den 189 Menschen an Bord niemand. 34 Schiffe und über 830 Menschen sind die ganze Zeit damit beschäftigt, persönliche Gegenstände der Insassen, die Insassen selbst und Wrackteile des Lion Air Fluges 610 aus dem Wasser zu holen. Dafür suchen sie ununterbrochen weiter und hoffen, Dinge zu finden, die Rückschlüsse auf die Unfallursache ermöglichen. Heute, 3 Tage nach dem Unfall, am Donnerstag, wird's mal Zeit für ein Update. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und falls ihr nochmal die allgemeinen Daten, die allgemeinen Fakten zum Lion Air Flug 610 haben wollt, schaut euch gerne nochmal das Video vom Montag an. Da haben wir uns um die Dinge gekümmert, um die Fakten gekümmert, die bereits 8 Stunden nach dem Absturz verfügbar waren und öffentlich bekannt waren. Heute rollen wir das nicht alles nochmal auf, sondern es soll direkt um die Dinge gehen, die neu sind. Allem voran natürlich die Nachricht, dass heute Morgen 2 Taucher einen der beiden Flugdatenschreiber der Boeing 737 gefunden haben und an die Wasseroberfläche gebracht haben. Das ist natürlich ein sehr großer und sehr wichtiger Schritt zur erfolgreichen Aufklärung des Unglücks. Nach Aussage des Tauchers, der den Flugschreiber heute Morgen an die Meeresoberfläche brachte, fand er das Ding knapp 400 Meter nordöstlich der letzten gemeldeten Radarposition des Flugzeuges, etwas verbuddelt im Sand am Meeresboden. Dazu hatte man bereits gestern etwas sehr, sehr Großes am Meeresgrund entdeckt. Man hielt es erst für einen Teil des Rumpfes der Boeing 737 MAX. Auf knapp 22 Meter hatte man das Teil geschätzt. Jetzt nach genaueren Untersuchungen ist klar, das Ding, was da liegt oder was man da auf den Bildern gesehen hatte, das gehört nicht zum Flugzeug, ist kein Teil des Flugzeuges. Und man fand dort nur kleinere Trümmerteile. Aber ununterbrochen sind natürlich ferngesteuerte und automatische Tauchroboter damit beschäftigt, den Meeresboden systematisch nach weiteren größeren Teilen abzusuchen. Die nächsten Tage werden also höchstwahrscheinlich noch einige wirklich wichtige Erkenntnisse zu diesem Unglück bringen. Aber das, was die Taucher da unten sehen, das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Gerade wenn man dann größere und vielleicht noch mehr oder weniger intakte Teile des Rumpfes der Boeing 737 findet, dann kann man bei einem Unglück so kurz nach dem Start davon ausgehen, dass man dort auch noch viele Leichen, vielleicht sogar angeschnallt in ihren Sitzen finden wird. Denn bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte man, soweit ich weiß, nicht mal 30 komplette Körper von den 189 Insassen bergen. Da also den allergrößten Respekt und Hochachtung vor jedem Einzelnen, der daran beteiligt ist, alle möglichen Dinge, die mit diesem Absturz in irgendeiner Form zu tun haben, wieder an die Meeresoberfläche zu bringen und damit zur Aufklärung des Unglücks beizutragen. Komischerweise gab es von dem Flugzeug nach dem Absturz kein sogenanntes ELT-Signal. ELT steht für Emergency Locator Transmitter und das ist ein Gerät, welches jedes Passagierflugzeug an Bord hat. Das wird entweder manuell aktiviert, weil jemand einen Schalter umlegt, oder durch eine gewisse Beschleunigung, wenn die einen gewissen Wert übersteigt. Das ist ein Wert, der bei eigentlich jedem Absturz gegeben sein sollte. Und dann wird auf erstens 406 MHz ein Signal ausgesendet, welches dann von einem Satelliten an die entsprechende Bodenstation weitergeleitet wird. Und dazu kommt noch ein schwaches Signal auf der internationalen Notfrequenz 121.5, welches dann zumindest von den im direkten Umkreis befindlichen Stationen registriert werden sollte. Und dieses Signal gab es also von der abgestürzten Boeing 737 MAX nicht. Aber die beiden Flugdatenschreiber, die haben auch nochmal so einen vergleichbaren Sender. Der sendet nicht das gleiche Signal, aber auch so ein Signal, was man im nahen Umkreis registrieren kann. Das hatte man auch bereits schon einen Tag nach dem Absturz auf dem Schirm. Aber das hilft nicht wirklich, um die Dinger zu lokalisieren, sondern es sagt nur, die sind da irgendwo. Und man konnte dann ja aber einen der beiden Flugdatenschreiber heute Morgen bergen. Der wird nun analysiert, für welche Daten dieser Schreiber verantwortlich ist. Also ob das der sogenannte Cockpit Voice Recorder ist oder der eigentliche Flight Data Recorder, das weiß ich aber leider nicht. Das war irgendwie nirgendwo zu finden. Dazu wurde auch bekannt gegeben, dass die Cockpit Crew des Lion Air Fluges 610 bereits beim Durchsteigen von ungefähr 2000 Fuß, also recht direkt nach dem Start, sich bei der Flugsicherung mit einem technischen Problem meldete und die Rückkehr zum Flughafen Jakarta forderte. Die Erlaubnis dafür bekam sie dann auch recht schnell, das Ganze ungefähr 3 Minuten nach dem Start. Das bedeutet, das technische Problem war entweder schon die ganze Zeit vorhanden oder aber es trat ganz kurz nach dem Start auf. Und an dieser Stelle sollten wir uns mal ausführlich über die Informationen unterhalten, die bereits am Tag des Absturzes bekannt gegeben wurden. Denn es gab bereits am Tag vorher, beim letzten Flug des Tages, bei einem Flug von Denpasar nach Jakarta, ein technisches Problem. Im Internet gab es keine weiteren Details dazu. Das Ganze wurde beschrieben unter den Stichworten Unreliable Airspeed und Unreliable Altitude. Viel mehr ist dazu nicht bekannt. Man weiß aber, dass die Instrumente des Kapitäns auf diesem Flug wohl falsche Werte geliefert hätten. Er daraufhin die Kontrolle an seinen Co-Piloten übergab, der dann das Flugzeug nach Jakarta brachte. Und jetzt weisen einige Dinge darauf hin, dass ein ähnliches Problem, wenn nicht sogar das gleiche Problem, auch auf dem Lion Air Flug 610 aufgetreten sein könnte.
Denn wenn man sich mal die ADS-B-Daten anguckt, also die Daten, mit denen auch Flightradar gefüttert wird, dann erkennt man, dass das Flugzeug auf eine maximale Höhe von 5400 Fuß stieg. Dann aber nicht auf dieser Höhe blieb, sondern darunter immer so ein bisschen hoch und runter pendelte. Das heißt, der Flieger stieg immer mal wieder ein Stück, sank dann aber auch wieder ein bisschen. Das ging so weiter bis knapp 13 Minuten nach dem Abheben. Dann wurden innerhalb von 20 Sekunden ungefähr 1200 Meter Flughöhe vernichtet und das Flugzeug stürzte daraufhin ins Meer. Und da wollte ich jetzt mal ein bisschen genauer mit euch drüber sprechen, diese Situation Unreliable Airspeed. Das üben Piloten immer mal wieder im Simulator. So etwas kann verschiedenste Gründe haben und äußert sich dann natürlich auch auf dementsprechend unterschiedliche Art und Weise. Und nur um das jetzt mal so ein bisschen zu verstehen, die Situation dahinter ein bisschen zu erklären, gucken wir uns mal ein paar Szenarien an. Zur Fahrtmessung, zur Fluggeschwindigkeitsmessung benötigt ein Flugzeug wie zum Beispiel eine Boeing 737 ein sogenanntes Pitot-Rohr. Das misst den Gesamtdruck, der sich zusammensetzt aus dem statischen Druck und dem sogenannten dynamischen Druck, also dem Druck, der dadurch entsteht, dass das Flugzeug sich durch die Luft bewegt. Für die Messung der Fluggeschwindigkeit ist jetzt der dynamische Druck interessant. Das bedeutet, dieser muss quasi dadurch, dass das Pitot-Rohr beide Drücke auf einmal liefert, den Gesamtdruck, der muss jetzt quasi noch freigelegt werden, indem man vom Gesamtdruck den statischen Druck abzieht. Der statische Druck, der wird am sogenannten Static Port, irgendwo am Rumpf der Boeing 737 gemessen. Der wird dann also vom Gesamtdruck abgezogen und was übrig bleibt, ist der dynamische Druck und der lässt sich dann als Wert in einer Geschwindigkeit, als sogenannte Indicated Airspeed im Cockpit für den Piloten anzeigen. Und zum Fliegen ist das jetzt auch erst einmal die relevanteste Geschwindigkeit. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu verstehen, müssen wir uns an dieser Stelle also erst einmal nur merken, vorausgesetzt, das Flugzeug bleibt auf einer bestimmten Flughöhe, dann gilt, je größer der dynamische Druck, desto schneller fliegt das Flugzeug. Und ist jetzt eines von zum Beispiel drei Pitot-Rohren an einem Verkehrsflugzeug verstopft oder zwei oder vielleicht auch drei, weil das sind ja empfindliche Dinger, nur so kleine Metallröhrchen da draußen am Rumpf, die mit einem klitzekleinen Loch vorne dran, da kann schon mal schnell was verstopfen, dann kommt es zu einer ziemlich interessanten Situation. Die Dinger können verstopft sein durch Eis, so war es beispielsweise beim Air France-Flug 447, da waren kurzzeitig alle drei Pitot-Rohre von Eis bedeckt, die hatten auch eine sogenannte Unreliable Airspeed. Und das startete auf diesem Flug die Problemkette und sorgte am Ende des Tages, die Piloten konnten das dann nicht mehr lösen, das sorgte am Ende des Tages für knapp 230 Todesopfer. Oder aber, wenn es nicht zu Eis kommen kann, weil es vielleicht schlicht und einfach viel zu warm ist, dann gibt es selbstverständlich auch andere Verunreinigungen oder Insekten, die diese Pitot-Rohre verstopfen können. So war es beispielsweise beim Birgen-Airflug 301. Auch da fing die Problemkette an mit einer Unreliable Airspeed. Die Probleme konnten auch hier von den Piloten nicht gelöst werden und das Flugzeug stürzte daraufhin ins Meer. Dabei starben 189 Menschen. Ist das Pitot-Rohr jetzt nämlich aus welchen Gründen auch immer verschlossen, zum Beispiel eben durch Eis oder durch andere Verunreinigung, dann ist die darin befindliche Luft eingeschlossen und damit auch der darin befindliche Gesamtdruck. Und das wird jetzt beim Steigen und Sinken zu einem großen Problem. Denn wie gesagt, die Messung des dynamischen Drucks erfolgt dadurch, dass man den statischen Druck vom Gesamtdruck abzieht. Und der statische Druck, der nimmt mit der Höhe nun mal ab. Das bedeutet, das, was man da vom Gesamtdruck abzieht, das wird kleiner. Aber der Gesamtdruck, wenn das Flugzeug nicht schneller werden würde, der würde ja auch kleiner werden, wird er aber in diesem Fall nicht, weil dieser Druck ja quasi im Pitot-Rohr eingeschlossen ist. Das bedeutet, der Wert, der dem Piloten da angezeigt wird, der erhöht sich, obwohl das Flugzeug vielleicht gar nicht schneller wird. Der Fahrtmesser funktioniert damit nun quasi wie ein Höhenmesser. Das bedeutet, wenn das Flugzeug steigt, nimmt der Wert zu, obwohl das Flugzeug gar nicht schneller wird. Wenn das Flugzeug sinkt, wird der Wert kleiner, obwohl das Flugzeug vielleicht gar nicht langsamer wird. Ist jetzt im Gegensatz dazu der sogenannte Static Port dicht, also der statische Druck kann nicht mehr richtig gemessen werden, dann funktioniert das alles genauso, nur halt eben andersherum. Bedeutet, das Flugzeug steigt ohne Geschwindigkeitsänderung, der statische Druck nimmt ab. Das, was da abgezogen wird, wird jetzt aber dadurch, dass der statische Druck da ja quasi gefangen ist von einer geringeren Höhe, da wird mehr abgezogen vom Gesamtdruck, als eigentlich der Fall sein sollte. Und der angezeigte Wert der Geschwindigkeit im Cockpit, der wird immer kleiner, obwohl das Flugzeug vielleicht gar nicht langsamer wird. Beim Sinkflug das Ganze wieder genau andersrum, der Wert wird größer, obwohl das Flugzeug vielleicht gar nicht schneller wird, weil schlicht und einfach nicht genug statischer Druck vom Gesamtdruck abgezogen wird. Damit so etwas natürlich nicht direkt zum Kontrollverlust führt und man die komplette Geschwindigkeitsmessung des Fliegers vergessen kann, weil ein Pitot-Rohr zugefroren ist, gibt es solche Systeme selbstverständlich immer mehrfach. Und es gibt sie auf jeden Fall separat einmal für den Kapitän und separat einmal für den First Officer.
Aber es können ja auch mehrere Systeme betroffen sein, wie zum Beispiel beim Erprobungsflug 447. Piloten müssen die Situation auf jeden Fall als sogenannte Unreliable Airspeed identifizieren können und dementsprechend handeln. Flugzeughersteller und die Fluggesellschaften haben dafür dann die entsprechenden Procedures, die meist erst einmal ein recht hohes Power Setting und eine recht geringe Pitch vorsehen, sodass das Flugzeug theoretisch gesehen unbemerkt gar nicht zu langsam werden kann. Das sorgt dafür, dass man vielleicht erstmal wieder in einen stabilen Flugzustand kommt, den Flieger wieder wirklich unter Kontrolle hat und sich somit Zeit verschaffen kann, um dann wirklich über die ganze Sache vernünftig nachzudenken und dementsprechend vernünftig zu handeln. Das ist dann quasi auch die magische Kombination Pitch und Power, denn mit fehlerhaften Werten lässt sich irgendwann nur noch manuell fliegen und der Airbus fällt dann zum Beispiel auch von seinem sogenannten Normal Law, in dem es eigentlich theoretisch gar nicht möglich ist, den Flieger zu langsam fliegen zu lassen und in den überzogenen Flugzustand zu bringen, der fällt da wieder in den sogenannten Alternate Law, wo er dann wieder durchaus Ähnlichkeiten zu einer konventionellen Boeing 737 ohne Fly-by-Wire zum Beispiel hat. Es geht dann nämlich genau darum, bei einem bestimmten Flugzeuggewicht, dazu gibt es dann Tabellen, bei einem bestimmten Power-Setting eine bestimmte Pitch zu halten. Und wenn der Flieger das dann mehr oder weniger stabil hinbekommt, dann kann man davon ausgehen, dass man sich auch in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich befindet und benötigt dementsprechend gar nicht mehr die Speed-Anzeige. Und dann, wenn das einigermaßen stabil funktioniert, dann kann man sich Hilfsmittel nehmen. Zum Beispiel eine GPS-Höhe, welche der Flieger liefern kann. Ich weiß allerdings nicht, ob das die Boeing 737 auch einfach so ohne Probleme anzeigt. Da bin ich ein bisschen überfragt. Aber da gibt es bestimmt den einen oder anderen 737-Piloten, der uns da ein bisschen weiterhelfen kann. Und es gibt auf jeden Fall die Ground Speed, die wird vom Flieger errechnet und damit schafft man sich quasi zum Beispiel mit eben diesen beiden Werten eine gewisse Alternative. Da weiß ich leider auch nicht, ob die Boeing 737 das hat, aber bei neueren Airbus-Modellen ist es zum Beispiel auch möglich, dass das Flugzeug sich quasi selbst einen guten Geschwindigkeitsbereich errechnet, also das Pitch- und Powerfliegen damit quasi deutlich einfacher macht. Das macht er, indem er sein Power-Setting quasi nimmt, seinen Pitch-Wert nimmt, seinen gemessenen Angle of Attack und dann zeigt er so nach dem Ampelprinzip auf dem Speed mit entsprechenden Farben den guten oder schlechten Geschwindigkeitsbereich an, in dem man sich dann bewegen kann. Und in der Theorie klingt das auch irgendwie alles noch recht gut nachvollziehbar, oder nicht? Aber wir haben mit dem Air France 447-Absturz, mit dem Birgen-Air-Absturz haben wir zwei, und es gibt auch noch andere Flugzeugabstürze, bei denen Unreliable Airspeed eine Rolle gespielt hat, da haben wir zwei eindrucksvolle Vorfälle, die uns zeigen, dass das manchmal vielleicht gar nicht unbedingt so einfach funktionieren kann. Und bei dem Lion Air Flug 610 kann es ähnlich gewesen sein, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Aber ich dachte, es ist vielleicht durchaus sinnvoll, mal über dieses Thema Unreliable Airspeed zu sprechen, weil der Begriff oder diese Begriffe schwirren seit einiger Zeit ja jetzt durchs Internet und werden gar nicht richtig irgendwo erklärt. Aber selbstverständlich gibt es zu diesem Thema noch einiges mehr zu sagen und da gibt es sicherlich einige Leute von euch, die das vielleicht ein bisschen besser erklären können oder ein bisschen besser wissen als ich. Und deswegen freue ich mich auch, wenn jemand da noch ein vernünftiges Detail zu hat über jeglichen Kommentar zu diesem Thema. Und damit soll es das dann für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen mit dabei. Denkt bitte dran, das war jetzt nicht die Aufklärung des Unfalls, sondern es könnte so oder so ähnlich gewesen sein und ich wollte nur mal ein bisschen auf das Thema Unreliable Airspeed eingehen. Das ist nicht die Erklärung für den Absturz von Lion Air Flug 610. Und dann freue ich mich sehr auf eure Kommentare dazu und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.